So, liebe Leute, ja, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute war die letzte paar Tage, habe ich irgendwie ein bisschen schleifen lassen. Mir ging es irgendwie wieder nicht so gut. Ich weiß auch nicht, Kopfschmerzen, bis geht nicht mehr. Gestern hatte ich auch so starke Kopfschmerzen. Ich weiß auch nicht, irgendwie momentan bin ich etwas unruhig. Ich weiß auch nicht, warum. Auf jeden Fall hatte ich dann schlecht geschlafen. Das ist eigentlich meistens scheiße. Also eigentlich ist es scheiße, wenn man schlecht schläft. Aber wenn man schlecht schläft, habe ich meistens, also ich zumindest, gute Ideen. Ich weiß nicht, meine kreativste Ader ist immer dann, wenn ich schlecht schlafe. Deswegen werde ich heute meine kreative Ader ausspielen lassen und ein bisschen was in Scrap-Mechanik machen. Beziehungsweise ich möchte... Ich möchte wieder Xaugbaut machen. Beziehungsweise nicht nur Xaurog, sondern Xaurog erklärt. Nur ein bisschen anders gestalten als schon vor einiger Zeit mal. Darauf freue ich mich sehr. Und was ich auch noch eine Idee hatte, ist, es gibt momentan immer so ein bisschen Probleme auf unserem xaurogianischen RP-Server auf GTA 5 oder GTA V oder GTA 5 oder wie man es nennen mag. Und genau, und dort gibt es immer so ein paar Probleme mit dem Verständnis für Roleplay. Deswegen möchte ich mal ein Video machen, beziehungsweise mehrere Videos machen, wo ich erkläre, wie man vernünftig Roleplay spielt. Denn irgendwie scheint das manche nicht zu verstehen. Ja, das ist der Plan. Dann sind ja neue Autoteile gekommen. Super geil. Und zwar hier. Ja, es ist gerade ein Paket angekommen von meinem lieben Lieblingsversandhaus. Und da sind, wie kann man es erwarten, ein paar Autoteile drin. Ja. Da. Und zwar Traggelenk und Spurstangenkopf. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Schauen wir mal kurz rein. Aha. Das ist ein klassischer Spurstangenkopf, da das Auto in der Spur hält. Obwohl das schon das Teil. Und dann haben wir hier ein Traggelenk. Das ist wichtig, damit das Auto sich nicht komisch verhält. Ja. So, habe ich wieder was zum Basteln. Bis nächste Wochenende. Und die werde ich ja heute wahrscheinlich nicht einbauen, aber am Wochenende. Und zwar einmal unten Drahtgelenk und Spurstangenkopf. Zeige ich euch da mal, wie genau das aufgebaut ist. Aber wahrscheinlich erst am Samstag oder Sonntag. Also mal gucken, wann genau. Genau, die muss ich machen, weil die ausgeschlagen sind. Schweres Auto, vor allem in der Front, im Frontbereich. Deshalb nockeln die sehr schnell aus. Und gestern, also dieses Video hätte eigentlich gestern kommen sollen. Aber ist wurscht. Ich bin momentan einen Tag im Verzug, deswegen ist es also ein bisschen verwirrend. Und gestern, wo es mir so schlecht ging, musste ich morgens um 5 Uhr aufstehen, obwohl ich eigentlich hätte länger schlafen wollen oder müssen, weil ich bis 3 Uhr wach war. Oder ja, 2.30 Uhr war es ungefähr gewesen. Also relativ kurz geschlafen, was wahrscheinlich auch dazu mit zusammenhing, ob ich dann den Tag glücklich überstehe. Naja, auf jeden Fall, ja, ging die Servopumpe nicht mehr. Also am Sonntagabend hatte ich schon angefangen, so ein bisschen zu spinnen. Servopumpe ist dafür zuständig, dass man das Lenkrad mit einem Finger bewegen kann oder mit einer Hand. Ist immer unterschiedlich vom Auto zu Auto, aber das sorgt dafür, dass man das Auto lenken kann oder halbwegs vernünftig lenken kann. Naja, auf jeden Fall. Am Sonntagabend ging schon langsam die Servopumpe ein bisschen futsch. Und Montag in der Früh, wo meine Frau, die liebe Xialin, zur Arbeit fahren wollte. Jo, was ist passiert? Genau, geht gar nichts mehr. 0,0. Sie ist gerade noch so ein Stück rückwärts auf den Schotterplatz, also auf den Hof gefahren. Und ja, stand dann da, ne? Kam nicht mehr rum, weil das also selbst ich muss mich mit der ganzen Hand an das Lenkrad, also mit dem ganzen Körper ans Lenkrad hängen, damit ich das Lenkrad bewegen kann. Ja, also, morgens um 5 Uhr aufgestanden oder 5.30 Uhr. Sie zur Arbeit gefahren, war sehr lustig ohne Servopumpe, auch wenn das Auto gerollt ist. Mir ist immer ein Rätsel, wie früher die Leute Auto gefahren sind, wo es keine Servolenkung gab. Das ist ja kaum zu bewegen. Also
Es macht einen Unterschied, ob das ein kleines Auto ist oder ein großes, schweres Auto. Unser Auto ist vorne sehr, sehr, sehr schwer. Also wirklich, Leo, du darfst nicht jetzt hier die ganze Zeit herkommen. Das mag die Emmy jetzt nicht. Die knottert man so, weißt du? Das stört. Kleine Leo. Hallo. Genau. Auf jeden Fall, genau. Bei kleinen Autos ist es ja nicht so schlimm. Weil man ja, ohne Servolenkung, da geht's noch. Weil man da, ja, ist halt ein leichteres Auto, man muss weniger Kraft anwenden. Aber mir ist es ein Rätsel, wie das bei den schweren Amis möglich war. Und mir ist es ein Rätsel, wie LKW-Fahrer das gemacht haben. Also das ist, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, wie das so funktionieren konnte. Ja, genau. Deswegen bin ich dann halbe Weltgeschichte gemacht. Und zwar war ich bei einer Werkstatt. Ich will jetzt keinen Namen nennen, es war eine deutsche Werkstatt. Also für deutsche Hersteller. Was hatte ich gesagt? Ja! Also, die haben erstens einen Azubi geschickt. Dankeschön dafür. Ja, also, ja, es ist an sich nicht schlimm, aber der Azubi hat mich dann natürlich versucht abzuwimmeln. Sah jetzt auch nicht so wirklich aus, als hätte er mega viel Lust dazu gehabt. Der dann so: Ja, also, was ist das für eine Marke? Ja, das ist ja amerikanisch, ja, Cadillac. Ach, ja, damit haben wir absolut nichts am Hut. Also, da brauchst du wahrscheinlich ein Spezialwerkzeug. Ja, ich wollte es ja eigentlich schon selber wechseln, ja. Ich habe eine Servopumpe da. Das ist eine fucking Schraube. Eine fucking Schraube, die hinten so drin sitzt. Ich komme mit meinem Werkzeug nur nicht richtig hin. Das ist eine ganz normale Größe, eine ganz normale Nuss, ja, eine 13er. Ich weiß es sogar im Kopf. Ja, also, ja, der kennende Tinder braucht mal Spezialwerkzeug, da müssen Sie zu einer Fachwerkstatt von Cadillac gehen. Ja, für eine fucking Schraube, ja. Habe ich mir gedacht, okay, da diskutiere ich gar nicht rum und versuche den noch irgendwie zu überreden. Auf zur nächsten Werkstatt. Und zwar, Leo, jetzt hör mal damit auf, Mensch. Mach dich auf deinen Platz. Mann, 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 Mann. Immer diese Kinder. Genau. Genau, das war General Motors, eine Opel-Werkstatt, die war echt gut. Der gleich sofort so, ja, da gucken wir mal. Und auch so gleich mal gesagt, so, ja, schauen wir mal, ob wir die aufkriegen, die Schraube und so. Ja, also er wollte dann auch gar kein Geld dafür. War ich da drin gewesen, der hat dann gleich das Werkzeug geschnappt, so, ja, 13 und das kriegen wir schon irgendwie hin. Draufgesteckt, hat er versucht, ja, kommt mal schwer hin, das dann brauchen wir ein bisschen länger. Ja, okay, ja. Dann wollte er einen Termin mit mir ausmachen am Mittwoch. Also morgen, beziehungsweise ich hab dann gesagt, Mittwoch ist am besten, da habe ich am besten Zeit, weil da brauche ich das Auto nicht. Und ja, und dann wollte er das eigentlich machen, hat gesagt, ist eigentlich kein Problem. Dann habe ich mir gedacht, ja, die andere Werkstatt hat mich zu einer Fachwerkstatt geschickt. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann gedacht, so, ja, es wäre aber besser, wenn ich das Auto heute schon wieder fertig kriege. Deswegen hatte ich gesagt, okay, dann schaue ich mal, ich melde mich nochmal. Ich rufe jetzt bei meiner US-Werkstatt an, die in Kolbermoor sitzt. Und genau, und die hat dann gesagt, ja, cool, wenn du um 13 Uhr kommst, können wir das machen. Ja, cool, fahre ich hin. Und das ist halt lustig, ne? Ich gurke ja mit dieser nicht vorhandenen Servolenkung durch die Stadt und durch Land und Fluss und ich wäre beinahe gestorben. Vor allem Kreisverkehr. Richtig geil. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, auf jeden Fall bin ich dann nach Kolbermoor gefahren. Sind ein paar Kilometer, 50, 60 Kilometer oder so. Bin ich da hingegurkt. Und ja, stand da und habe gehofft, dass der das dann für mich gleich macht. Und hat gesagt, ja, das schafft man jetzt doch nicht. Musste ein Leihauto geben. Jetzt habe ich ein Leihauto. Also einen komischen Chrysler Neon. Ganz nett, das Auto. Aber nicht für mich. Zu klein. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich euch das Auto nachher mal zeigen. Er ist natürlich auf jeden Fall ein Downgrade, ja, von, keine Ahnung, 4 Klassen oder sowas. Auf jeden Fall. Ja, gut. Auf jeden Fall hoffe ich, dass er heute damit fertig wird, weil ein Auto kostet meistens Geld. Und das nicht zu so knapp. Und das für so ein Auto. Ja, genau. Das ist der Plan für heute. Also mal erstmal fertig. Auch mit dem Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich noch eins machen, weil, wie gesagt, ich bin eins im Verzug. Und ja,
könnt ihr euch dann heute Abend anschauen. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt das Leben. Wir sehen uns morgen. Peace.